Hallo meine lieben Freunde des Clipton Gaming, willkommen hier zurück bei einer weiteren Folge im LS22 im Projekt Holzfäller mit dem lieben Florian. Einen wunderschönen. Ebenfalls. Wieder schon ganz oben. So, passt. Wir haben wieder eine Fuhre hin dran. Drei Stück. Da heißt es mal von überziehen das gute Zeug. Neuer Tag, neues Glück heißt's. Oh ja, ich fahre schon kein Allrad, jetzt hilft das so super. Die Reifen bedanken sich, aber das sind gute, die halten das schon durch. Ich würde den Betrag bis hier rüber planen. Ja, ja, klar. Wichtig und richtig. So, dann haben wir die Fuhre mal wieder weg. Das waren jetzt glaube ich Futze, die haben wir selbst gebracht. Hast du das fertig gebracht, Alter? Hm? Was denn? Da hängt einer mitten im Baum drin. Also ein Baum im Baum. Das ist sehr gut möglich. Wenn er im Weg gestanden ist, dann kann er da drin schon mal gut landen. Diese Möglichkeit besteht. Und umstellen. Hm, ja. So. Möglich ist alles. Das ist ja aber ganz schön arrogant davor. Ich stehe neben dir. Du stellst dich vor mich. Okay. Haben wir noch mehr? Ne, ist der einzige. Na ja, da irgendwo. Ah, da kommt weiter. Langsam aber sicher. Ich hab grad bloß Angst um meinen Frontlader. Hm? Die Angst bestätigt sich. Weil? Ich ihn mitziehe. Ach so. Ah, ist. Ihr seht's, perfekt, das ist es. Bumpy. Ja, ein Bam mit Server. Komm rum jetzt da. Wer ist denn noch? Jetzt kommt er rum. Ich hab den Frontlader ganz schön gut mit Server, fällt mir gerade auf. Ja. Minimal. Ich mal den Kollegen runter, der da oben drauf hängt. Wenn wir überhaupt drankommen.
Jawohl. Voilà. So, wo haben wir dann? Ah, ja, eine halbe Seilrutsche. Abfahrt. Bock hab den Bam draußen. Oh. Hast du den Bam vorgehabt rauszuziehen? Ich zieh den mal raus, gell. Oh. Der hat vor Blalan verloren. Ah. Blalan? Ja, bei mir sind da keine Blalan-Messer an dem Bam. Ah, doch, bei mir schon. So, das heißt wieder Äste wegschneiden. Warte mal. Die alle einzeln wegschneiden. Bühne, ja. Da. Es hatte sich dran, die Sau. So, und noch wieder. Da geht er schon. Geht schon fit, das Teil. Zieh mal einen großen Schwung einfach mal raus hier. Jo. Können wir es leichter beim Wegziehen. Oh, ich nehme dann Bam mit, der hängt da wenig am Betrag. Jo mei. Da kommen wir ran. Schauen wir, ob ich noch einen finde. Ja, bei mir drüben. Flo. Hm? Ja, bei mir. Du kannst ja gerne einen mitnehmen, weil ich kann eh keine drei mitnehmen. Ach so. Wenn du den noch anhängen kannst, weil ich kann keine zwei von denen anhängen. Ein kleiner und ein großer geht aber.
Jawohl, das ziehen uns ja der Unibock easy. Jojo. Warum rutschen die eigentlich in Numbers? Keine Ahnung. Wow. Ja, 3 schon vielleicht. Ah, ja, Zug ist auch wieder da. Ja, 4000 Euro. Ich hab gesehen, gell? Ja. Mann, das lag nur dein Bam. Nicht so gut laufen, so verstehe. Mann, das ist doch absolut. Ich mag nicht mehr. Oh. Hast du den Zwischenreich wieder aufgestellt oder liegst du da noch? Ich lieg da noch. Okay, warte. Ich kann mich halt auch nirgends einigen mit der Tor wenden. Nee. Kann ich dich eigentlich anhängen mit der Tor wenden? Ich glaub nicht, oder? Nee. Wie ist aus? Aha! Also eigentlich müsste es gehen, aber irgendwie. Nee, geht nur bei Bam. Mit denen anhängen? Nee, schau. Ich hab ein bisschen Zeitlage in euch. Ich merk's. Ich konnte gerade irgendwas anhängen. Ah. Ja, wird nix. Wo hab ich mich jetzt eingehängt? Ich hätte doch mal ein Problem. Gib mal Gas. Weil du dich einkennst. Ja, aber mit den Gewichtsplatten. Was? Ja, ich glaube deine Gewichtsplatten oder auf deine Sattelplatten oder auf deine Ding irgendwie sowas. Ja gut, Problem kennen wir. Machen wir es halt altmodisch. Obala. Das war zu. Jetzt ich muss bloß ein Stück laufen und dann schießt der, der Unimog gleich weg. Ja, natürlich. Was der Unimog läuft, das läuft er. Ja. Fangen wir mal einen auf, du. Haben wir extra dafür einen Unimog gekauft. Hast du auch wieder recht.
Schauen wir, wie weit wir kommen, bevor wir irgendwo hängen bleiben. Ich geh mit dem Unimog überall irgendwie durch. Ist gut. Sehr, sehr gut. Unverständlich, was hier euch Lego hier. Ist das gar nicht mehr unser Gebiet? Danach, ne, über den Weg nicht mehr. Oh, so ein Müll, was kostet? Oh ja, okay. Lass diesen Baum nicht fällen, so ein Müll. Alter, nein. Gut, dann hängen wir halt Bammer an uns hier und so. Ist es schlau, dass ich seitlich ziehe? Wo ist jeder? Du, komm, kannst drauf an, sobald es in Luft wird, wird's kritisch. Frontlader ein bisschen weg. Das zeigt euch doch überhaupt nichts zum Suchen. Ja, die Sachen mit dem Frontlader ist kritisch. Deswegen habe ich ihn gerade weggebracht. Und der Wunsch stört euch auch. Braucht er nur noch weg vor. Was hast du denn eigentlich da mitten noch geklatscht? Ja, weil ich gesagt habe, ich stelle den Frontlader hin und habe gewusst, dass der Frontlader da dran steht, so nah dran gestellt ist. Und dann wollte ich meine Meinung nicht ändern, zu Frontlader hinstellen und dann habe ich ihn doch da hingestellt. Ah. Ja. Sympathisch. Oh, wegen so einem Boot sei nicht mehr der wilde Bohle. Haha. Ist da kein Mann der Ruhe, glaube ich. Ey, das ist meiner, du Sau! Zieh ihn bloß zu dir hin gleich. Häng ab! Das ist abgehängt. Irgendwie kann ich fast so mit nur hängen, wenn du vor meiner warst. Was? Ja, war ganz komisch gerade. Wir müssen nach Numbers gehen jetzt langsam, oder? Hm? Ja, darüber, das sind auch noch viel große Bam. Na, also von dir aus gesehen, wenn du zu die Bam zum Wald schaust, links. Also ja. Unter anderem. Das ist schön ins Anzug.
Ich weiß nicht wieder. Oh, du lupfst nicht wieder. Geil, besser. Ja, wenn ich hinten mal ein bisschen hängen bleibe. Den Front, der das nicht steht. Ganz andere Seiten dann. Da war er definitiv nicht stört. Wo ist mein Dom jetzt sind die da, oder? Nee, ich hätte andere Zeiten gesagt. Achso, ja, dann sind wir gleich mal. Wenn du so du Arschlein hast, das locker. Was hättest du hier eigentlich erlebt, Kabel so? Hm? Was die Lichtkabel da hat. Für die elektrische Steuerung von der vom Zug. Schaut sie mal. Weil es schaut aus, so, wenn es elektrisch geht mit den Hebeln. Alles kann sehen, weil die Ding hatte keinen so. Und unsere hat auch einen Elektroanschluss. Aus dem Grund, weil mein Hänger hinten reingekauft. Ja, das weiß ich. Kann man jetzt bei der zwar nicht, aber. Unsere Haare die Steuerung mit Seilzug. Zug? Ja, du hast quasi so, wo du anziehst. Also mechanisch. Ah. Ja. Und die hat er bloß Hebelein, so wie es ausschaut. So, jetzt geben wir mal Gas, noch nicht? Jetzt fahren wir das Bild der Holz dann nochmal weg. Das schaut eher. Was für mich wie Bauschulz. Wo ist denn hier das für Hackschnitzel das zurück? Hm? Wo ist denn der Teil zum Hackschnitzel verkaufen? Gibt's denn überhaupt? Oder wo ist bezahlen manch? Aber ich habe ja bloß da zwei kurze Fetzeln. Ach so. Ich weiß, die Frage, ob's da den zum ob's da den Hackschnitzel den gibt. Also bei uns im Segway, wo wir uns gekauft haben, gibt's auf jeden Fall einen. Bitte Louis zusammenschneiden auf dem Rundlauf da und ich schieße mit zum Hackschnitzel und dann Foot. Wie meinst du? Ja, mit dem MB-Tarak. Bissl. Hui. Ja. Louis ein bisschen kleiner schneiden, damit ihr auf den Rundlauf passt. Und dann hat Dinger zum Hackschnitzel. Hier rentiert es jetzt, glaube ich, noch. Wir brauchen noch keine Hackschnitzel nicht, oder Ding. Rentiert sich so eher, wenn wir es normal verkaufen, die Kurden. Ja, okay.
Also Hackschnitzel rennt jetzt im momentanen Stadium nicht. Aber wir brauchen jetzt gerade Geld oder Langwitzwendern. Wenn wir uns brauchen. Und das Baumauflung mit der Zunge kannst du eh knicken. Also auf jeden Fall die groß. Ja. Weißt du noch die Geschichte von gestern? Ja, das ist schon nein. Ich meine ja, wenn man es jetzt erklären ist, nein. Ja, wie es dann ist, weiß ich nicht. Ob es dann immer so rumpackt noch. Kann ich dir nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, wir sind mit der heutigen Folge fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Cent. Unten den roten Knopf drauf. Pfadfinder getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und das was von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier im Forschprojekt zusammen mit dem Philipp. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.